Ob das eine Einwechslung wird, ob das sogar Startelf wird. Ich denke mal Einwechslung, aber jetzt Laufeinheiten so gemacht. Ist schon mal kein schlechtes Zeichen. Oh, Silas, Silas, Silas! Du bist so frei! Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Der macht eigentlich echt das meiste richtig. Auf einmal frei vom Keeper, geht am Keeper vorbei und dann ist noch einer da. Dann ist noch einer von Heidenheim da. Das ja. Immer schwierig von müssen, sollen und sowas zu reden, aber das darf schon das 1-0 sein, ey. Das darf wirklich schon das 1-0 sein. Oh, fuck. Anton! Anton! Spieler des Spiels, Waldemar Anton bisher. Da läuft Heidenheim mit, ja, ich sag mal, zweieinhalb gegen eins auf uns drauf. Dingchi über rechts. Vor allem in der Mitte ist er frei, in der Mitte nochmal einer dazu und dann kommt der Ball einfach zu uninspiriert. Anton steht da, Eckball. Geil, 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 Anton. Aber ey, dass wir uns so auflaufen lassen von Heidenheim, dass wir die so uns überlaufen lassen, das muss halt auch nicht sein. Heidenheim hat richtig Bock auf dieses Spiel. Und fast drin. Bruder, fast drin gerade wieder. Eckball in die Mitte ist Sagadou auf die Linie, der geklärt hat. Kleindienst war's. Wir wackeln gerade gehörig. Stiller. Stiller! Latte! Schöner, gefühlvoller Freistoß, aber leider eine Latte von Stiller. Also ist echt einiges drin in dem Spiel, ey. Ecke. Na. Lebt vielleicht noch. Undav. Elfmeter! Elfmeter! LOL. Gegen Anton. Er zeigt angezogen. Ist mir jetzt in der Stelle nicht aufgefallen. Einfach Elfmeter. Da. Ah ja, no. Ja, doch, kannst du geben. Anton kommt da zwar nicht in Ballnähe. Der kommt zwar nicht in Ballnähe, aber das Ziehen muss halt auch nicht sein im Elfmeter. Im 16er, ne? Also, Anton bleibt der absolute Man of the Match. Hinten viel gerettet, vorne Elfer rausgeholt jetzt. Silas darf, letzte Woche war es Undav. Silas! Bruder! Der war ja wirklich. Undav kam ja noch aufs Tor wenigstens. Den musste der Keeper halten. Silas wollten halt perfekt ins Eck rechts oben rein. Und das Ding geht deutlich drüber. Schon direkt nach dem Schuss merkt er, dass es nichts wird. Boah, Junge, also. Das Ding ja wirklich, ich sag mal, selbstbewusst drüber genagelt. Junge, 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 ey. Zwei Elfmeter am Stück verschossen. Vor allem Silas kann es ja eigentlich. Silas war ja bisher eigentlich echt ein guter Elfmeterschütze. Wer schießt denn jetzt eigentlich? Undav dürfte eigentlich nicht. Silas jetzt auch nicht mehr. Wer schießt denn dann jetzt? Jetzt Eckball, Heidenheim. 1-0 Heidenheim. Super. Was eine Scheiße. Rächt sich da jetzt gerade der Elfmeter? Rächt er sich da gerade? Beziehungsweise, was sich da vor allem rächt, ist, dass sie halt mit jedem Eckball bisher gefährlich waren. Die waren bei jedem Eckball gefährlich. Mal Nübel, mal Latte, mal abgeblockt. Jede Ecke von denen war gefährlich. Hat man sich darauf nicht eingestellt? Hat man sich auf die Ecken nicht eingestellt einfach? Kann nicht sein, dass hier gefühlt 8 Ecken reinfahrt und alle 8 sind gefährlich. Was ist denn das? Na, tatsächlich Raimund für Jong. Krass. Und Bein nach vorne kriegen dafür. Jetzt holt sich ein Undav in der eigenen Hälfte das Ding ab. Da muss schon mehr Bereitschaft da sein, ey. Wir haben ja keine 15 Minuten mehr. Wir sind in der Nachspielzeit, Jungs. Schöner Ball von Undav, Mittelstädt. Den kriegt er auch. Flanke. Oh Junge, das ist ja ein Ver. Oh, Lebeding hält ihn drin. Oh, da muss einer von uns sein, ist es auch.
Oh! Oh! Alter. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Führig spielt einen schön in die Mitte rein. Raimund kommt an den Ball. Aus 3-4 Metern. Latte und raus. Das wäre es 1-1 gewesen. Auch durch Luca Raimund. Ja, der macht alles, was er kann. Ne? Der rutscht da rein. Gar kein Vorwurf. Liebe den Köpf. Danach steht er auch noch auf der Linie. Wehrt mit dem Knie ab. Wahnsinn. 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 Ah, verspringt der Ball. 2-0. Also. Da muss mir auch nochmal Nübel erklären, was er da gerade vorhatte. Aber ist okay. Vielleicht bin ich auch nicht tief genug im Torwartspiel drin. Vielleicht ist es auch normal, dass man so in der Spielzeit ganz weit vorne steht als Torwart. Aber, Bruder. Das verstehe ich nicht. Anton hat Pech, ne? Macht ein mega Spiel, Anton. Macht ein super Spiel. Hat dann Pech und dann ist das Tor halt leer. Kleidienst 2-0. 2-0 verloren. 2,01 Expected Goals zu 2,43. Da kommt eben natürlich auch mit rein jetzt das, ja, die letzte Szene, ne? Die letzte Szene kommt mit rein. Lattenschuss. Ich hab's hier auch mit dem Chat hier sehr lang so gemacht. Positiv bleiben, bleiben wir auch so. Trotzdem können wir auch da nicht drüber rumreden, dass du bei Heidenheim nicht verlieren musst. Wirklich nicht. Du musst bei Heidenheim nicht verlieren. Und heute war es leider so ein Spiel. Vielleicht hättest du einen Punkt verdient gehabt. Vielleicht hättest du einen Punkt mitnehmen können auf jeden Fall. Den verschossenen Elfmeter. Hier die Lattenszene, ne? 90 plus 4. Deiner geht eine Latte, der andere lupft aus dem Mittelkreis ins Tor. Spielglück hat heute gefehlt. Auch schon gegen Hoffenheim hat Spielglück gefehlt. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, wir haben, glaube ich, nicht genug getan für einen Sieg. Das auf jeden Fall nicht. Wir haben nicht genug getan für einen Sieg. Hier wird Raimund gerade aufgebaut von Führig. Der hat sich gar nicht zu grämen. Der krätscht da rein. Latte ist einfach nur Pech. Also da muss jetzt Raimund jetzt nicht... Jetzt Raimund sich quasi jetzt kein Ding draus machen. Keine schlaflose Nacht bekommen. Ja, schade, ne? Ist schade. Ich drehe es wieder auf positive Ecke. Oder kurz noch negativ, sag ich mal. Weil in Heidenheim brauchst du nicht verlieren. Jetzt auch den Saisonstart von uns rausgenommen. Platz 3, dies, das. Das ist alles krass. Ne? Das Niveau ist krass. Auf das Level will ich gar nicht sagen, ey, auf der Position nach so einem Start, so gut wie wir eigentlich sind, musst du da nicht verlieren. Ne? Aber auch schon von Beginn an. Bei einem Aufsteiger zu verlieren, tut immer weh. Ganz simpel. Heute war es nicht genug für einen Sieg. Einen Punkt hätten wir ja fast gehabt. Ne? Mit ein bisschen mehr Glück fällt es 1-1. Hat man heute nicht. Spiegel hat man heute nicht. Hat man gegen Hoffenheim auch nicht. Das ist ein bisschen vielleicht eine Problematik, die kommt, die hoffentlich nicht kommt. Sich nicht neu wieder einreiht oder zurückkommt. Wir hatten in letzten Saisons ja auch sehr oft kein Spielglück. Das ist vielleicht eine Gefahr, die wir jetzt vielleicht haben. Ich hoffe nicht. Und vor allem tut es halt weh fürs Momentum. Ne? Nächste Woche Dortmund zu Hause. Aktuell ein Topspiel tabellarisch. Ne? Platz 3 immer noch aktuell. Da wäre jetzt ein Sieg gegen Heidenheim schon besser gewesen, um da auch reinzugehen ins Gefühl. Immer noch Bock drauf, immer noch ein gutes Gefühl auch gegen Dortmund. Heimspiel, immer ein gutes Gefühl da auch, Bock drauf für das Spiel. Aber Momentum ist schon ein bisschen anderes jetzt. Leicht ein anderes nach so einem Spiel. Stimmungslage auch eine leichte andere. Und um das vielleicht auch quasi das Negative ins Positive zu drehen, vielleicht auch nicht verkehrt, eine gewisse Art von Erdung. Weil Hoffenheim ist ja auch ein Team, das top gestartet ist. Da verlierst du halt mal 2-3. Auch da einfach Pech gehabt. Ne? Vorne Pech gehabt im Abschluss. Gerade ja auch, wie gesagt. Aber wenn jetzt die erste so eine Niederlage in Heidenheim klingt schon anders. Die schmeckt, glaube ich, auch schon anders. Vielleicht gerade auch mal eine recht gesunde Erdung wieder drin. Ohne jetzt zu sagen, dass das Spiel heute kompletter Abfall war. Es war es nicht. Es war aber auf jeden Fall auch nicht gut genug in Heidenheim, um da 3 Punkte mitzunehmen. Ein Punkt wäre vielleicht drin gewesen mit den Chancen. Elfmeter verschossen. Mit der Chance jetzt kurz vor Schluss. Wir haben auch genug Chancen gehabt, deswegen geht der Sieg auch in Ordnung. Mit ein bisschen mehr Glück holst du einen Punkt, so will ich es ausdrücken. Ja, trotzdem erleben wir weiterhin einen absoluten Weltklasse-Saisonstart. Weiterhin auf Platz 3. Weiterhin jetzt schon so viele Siege auf dem Konto, trotz jetzt 2 Niederlagen am Stück. So viele Siege auf dem Konto wie in der gesamten letzten Saison.
Deswegen muss auch da jetzt keiner, ich sag mal, im negativen Sinne mental irgendwie, ja, ich sag mal, du sagst mental unterperformen, weil das Team gibt uns trotzdem noch weiter in allen Grund, an es zu glauben. An, auch in so Situationen wie in Heidenheim noch dran zu glauben, dass es 1:1 noch fällt. Deswegen war ich hier noch, oder bin ich noch so positiv geblieben hier über das ganze Spiel. Auch wenn es vielleicht nicht so geil war, auch wenn mal dumme Fehlpässe waren. Wenn die Zweikampfquote viel schwächer war als sonst, die Pässe schwächer kamen als sonst, gibt es nämlich weiter keinen Grund, jetzt irgendwie irgendwas krass Negatives reinzureden oder uns irgendwie krass runterzureden, wie auch immer oder so. Oder irgendwie ein Deut an Glauben an die Mannschaft zu verlieren. Gibt keinen Grund für mich, weitermachen. Nächste Woche Dortmund. Schauen wir weiter.